Herzlich willkommen bei Fotografieren mit Dirk Saint. Wir helfen dir, erfolgreicher Fotograf zu werden. Und heute ein Tipp, wie du vom Fotografen zur Marke wirst. Und zwar, kreiere eigene Markenzeichen. Was meine ich damit? Das kann zum Beispiel sein, wenn du Videos machst auf YouTube, dass du ein Logo mit einbaust. Zum Beispiel am Anfang des Videos, ans Ende des Videos oder auch während des Videos. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn du Fotos machst, dass du ein bestimmtes Outfit anhast, einen bestimmten Look. Das kann zum Beispiel sein, dass du immer eine bestimmte Cappy nutzt, ein bestimmtes Hemd oder sonstiges. Ah, ist gut, ist da bien. Viele erfolgreiche Fotografen sind nicht nur Fotografen, sondern kreieren eine Marke, die sie selber größer machen als eine einzelne Person. Und du kannst einen Wiedererkennungswert aufbauen. Zum Beispiel, dass du immer die gleiche Cappy nutzt in deinen Videos oder wenn du fotografierst. Oder wenn du Hochzeiten machst, dass du dir ein eigenes Outfit zulegst für Hochzeiten. Das kann zum Beispiel sein eine bestimmte Fliege, ein bestimmter Anzug, ein bestimmtes Paar Schuhe oder bunte Socken. Oder sogar ein Sakko mit deinem Logo drauf. Dass du schaust, was ist mir wichtig und wie kann ich mein Logo, meine Marke damit verbinden, sodass man mich erkennt. Und das ist egal, ob du Videos machst oder fotografierst. Wenn du Fotos machst, egal welche Art, und du hast auf deinem Hemd dein Logo drauf, dann wirkst du sofort professioneller. Fast alle Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit vielen Kunden zu tun haben, die Mitarbeiter, die haben eine Uniform, die haben ein Hemd oder ein Shirt mit dem Logo drauf. Ob du zu McDonald's gehst oder zu Burger King oder bei Apple oder in ein anderes Geschäft einer großen, stark geprägten Marke. Du findest in der Regel Markendefinitionen, zum Beispiel an der Kleidung. Und die Unternehmen, die das sehr speziell ausprägen, zum Beispiel, dass alle einen bestimmten Look haben, die sind in der Regel sehr erfolgreich, weil sie eine sehr starke Marke aufbauen. Also überleg auch du, welches Logo oder welchen Sound oder welches Alleinstellungsmerkmal kannst du für dich nutzen, um für dich eine eigene Marke aufzubauen in deinem Bereich. Das war's.